fahren am heutigen Tag. Wir haben 7 Pferde unter Order. Und die Parade wird angeführt von Mass Finest Samantha Stalker. Das ist die Programmnummer 5. Mass Finest mit der amtierenden Europameisterin der Amateurfahrerinnen im Sulky. Weiter geht's dann mit der 1 Lady Quick Thomas Maaßen, der deutsche Amateur-Champion, natürlich auch heute bei uns im Park. Die 6 daneben, das ist Adrian Scott und Tom Carton. Weiter geht's mit der 2 Simplarido Johann Nils. Weiter geht's mit der 4 mit Faren O und Leni Tam. Dann die 3 White Phoenix Paul Kuhstritter. Start ist frei für unser erstes Rennen am heutigen Sonntag. Der Preis von Cherbourg ist das mit 7 Teilnehmern beschrieben. Das ist die Startnummer 1 mit Simplarido Johann Nils, die 2 White Phoenix Goldschnitter haben die 3. Farenro mit Lenitam die 4. Mass Fine Samantha Stalker die Startnummer 5. Adrian Scott, Tom Carton die 6 und Terpi Burgalde die 7 mit Frank Bünke. Dritten Position. 1:17,7 die erste Zwischenzeit. Adrian Scott führt Mitte der Geraden, dahinter Lady Quick, außen jetzt Terpi Burgheide mit Faren O im Rücken, an der Innenkante Simplarido, dann White Phoenix und Mass Finest hat bei sehr ruhiger Fahrt Anschluss gefunden an das direkte Vordertreffen, das fällt nach wie vor von Adrian Scott angeführt und der hält das Tempo sehr gemächlich. Dahinter dann Lady Quick mit Simplarido. 15:5 die dritte Zwischenzeit. Auf der Zielgeraden sind 4 Lady Quick außen Mass Finest jetzt im Vorteil gegen Adrian Scott, der sich allerdings innen wehren möchte und das jetzt auch schafft. Mass Finest noch nicht ganz vorbei. Adrian Scott innen zieht wieder an. Mass Finest, Adrian Scott hier im Kampf um den Sieg. Adrian Scott innen, Mass Finest außen kommt nicht entscheidend vorbei. Adrian Scott gewinnt gegen Mass Finest, dahinter dann Simplarido, Lady Quick, Farino, White Phoenix und Terpi Burgheide, letzte Zwischenzeit 1:12,8. Das ist die Siegerehrung für den 7-jährigen Hengst Adrian Scott aus der Zucht von Leo Beckmann, dem Besitz von Maurice Horn. Trainer heißt Klaus Horn und Siegfahrer war Tom Carton. Und der gute Adrian Scott offenbar wieder richtig in Schwung gekommen. Am letzten Montag hat er erst noch einen Sieg in Dienstlaken. Und heute hier hat er gleich nachgelegt. Gratulation an all diejenigen, die mit diesem Pferd zu tun haben. Ja, lieber Tom. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Damit haben die wenigsten gerechnet. Ja, das stimmt. Mars Feines war, glaube ich, der Spezialfavorit, habe ich am Ende auf der Tafel gesehen, aber er hat den Dienstag schon weggelaufen am Montag und ja, war der super eingegangen. Ja, okay. Vor allem, was mich imponiert hat, weil er ist eigentlich rechts gut, ganz so stark wie links gut, aber ich glaube, dass er den Dienstag mit ihm neue Flügel hier gegeben hat. Und konnte es auch langsamer machen, aber auch die letzte Halbzeit über 12. Vorletzte, glaube ich, 15, also bei der letzten Kilometer bin ich rechtlich an 13 hier gewesen. Und mir sehr gut gefallen. Ja, wir haben auch schon mal, dass er wieder angezogen hat, aber wir waren beides daneben gegangen und hat nochmal hier geerntet. Hat sich schon angefühlt, der dann alles kommt. Wird sie Maurice holen? Ja, auf jeden Fall. Klaus auch, der bekannt der Maaßen, das kennt man. Genau, Klaus auch. Liebe Grüße an Klaus Horn und Maurice Horn und an Janne Kloß, der sich auch aufgenommen hat und gekümmert. Das ist schön. Nochmal Gratulation, Tom. Und Ihnen herzlichen Applaus bitte für Adrian Scott und Tom Kahn.
Also Lehrer, mein Freund, gleich genauso. Ja, Siegzeit haben wir auch von Adrian Scott.